Mit einem Dankgottesdienst verabschiedete sich Gerald Gump ganz offiziell als Stadtpfarrer von Schwechat. Er geht mit guten Erinnerungen und auch ein bisschen Wehmut. Gerald Gump, eine Institution, die Menschen, egal welcher Konfession, zum Glauben gebracht hat. Glaube bedeutet für Gerald Gump nämlich nicht an starren Mustern festzuhalten, sondern zunächst die Liebe zum Dasein selbst zu erlangen. Herr Dechand, heute Abschiedsmesse hier in der Pfarrkirche in Schwechat. Abschiedsmesse heißt, Sie verlassen uns. Ja, Dechand bin ich schon seit... Dechert bin ich seit 4 Tagen schon nicht mehr und Pfarrer hier auch nicht mehr, aber bewusst jetzt noch, bevor mit dem neuen Sonntag übermorgen der neue Pfarrer beginnt. Eine Messe, wo ich mit vielen da ein Dankeschön für die gemeinsame Zeit sagen will. Ja, und dann auch feiern. Und dann wird auch gefeiert, denn sein Abschied, so traurig der Anlass ist, man muss ihn aber trotzdem feiern. Selbstverständlich, schon in der Messe und danach. Und vor allem gibt es für mich und vielleicht für andere sehr viel Grund, Danke zu sagen. Danke zu sagen für tolle Jahre und vielleicht auch Danke zu sagen, dass es endlich weg ist. Also Danke sagen können alle. Ja, es wird eine sehr bewegende Messe werden. Wie gehen Sie es denn überhaupt an, emotionell? Ups. Ja. Schlicht einfach ups. Also das Vordenken daran hat bei mir schon immer einiges hochgebracht und auch jetzt. Und werden wir mal schauen, ob ich zwischen den Tränen auch Worte hervorbringe. Respekt und Nächstenliebe. Zwei Parameter, die für Gerald Gump die Säulen jedweder Religion sind. Wir sagen ein ganz herzliches Dankeschön für die gute, die jahrelange Zusammenarbeit und wünschen auf alle Fälle an Ihrer neuen Wirkungsstätte alles, alles Gute. Danke auch allen, die immer wieder zuhören und zusehen. Von Herzen alles Gute. Musik